Hallo und herzlich willkommen zu unseren heutigen Energiespar-Lifehacks zum Thema Wassersparen im Alltag. Rund ein Drittel vom Warmwasserverbrauch in einem Haushalt entfallen auf die Körperpflege, wie etwa Duschen oder Baden. Tropfende Wasserhähne gibt es auf jeden Fall zu vermeiden, besonders wenn es sich um Warmwasser handelt, denn dann kann es gleich mal richtig teuer werden. Grundsätzlich ist Duschen immer besser als Baden und wer zusätzlich noch weiter Energie sparen möchte, der duscht eine Minute kürzer und 1 Grad kühler am Tag. Grundsätzlich gilt beim Händewaschen immer, dass man den Hahn zwischendurch abdrehen sollte und am besten verwendet man dabei auch noch kaltes Wasser. Das Warmwasser soll in der zentralen Heizanlage eines Haushalts nicht mehr als 60 Grad warm sein, aber auch nicht weniger, denn da besteht die Gefahr von Legionellen. Wer zudem Energie sparen möchte, kann seine Warmwasserleitungen wärmedämmen. So, das war's auch schon wieder mit unseren heutigen Energiespar-Lifehacks zum Thema Wassersparen im Haushalt. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da. Mehr coole Videos findet ihr hier und wir freuen uns über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.